So, wir haben heute den 14. Juni. Das heißt, noch 10 Tage, dann ist Johannistag und damit das traditionelle Ende der Spargelsaison. Allerdings, viele Spargelbauern bei uns haben in diesem Jahr früher Schluss gemacht, ganz einfach, weil sie keine Erntehelfer mehr finden. Saisonarbeiter aus Osteuropa haben früher, ja, ganz selbstverständlich auf unseren Feldern geschuftet, Spargel gestochen oder Erdbeeren gepflückt. Doch das ist inzwischen keine Selbstverständlichkeit mehr, wie Diana Hörger und Annika Jahn zeigen. Grün und traurig. Dieser Spargel kommt nicht mehr auf den Teller. Landwirt Guido Hensler hat die Ernte hier schon vor 3 Wochen aufgegeben. 20 Tonnen Spargel, die er nicht mehr verkaufen kann. Wenn man jetzt das Spargelskilo rechnet, Kilo 4 Euro, 20 Tonnen mal 4 Euro sind also 80.000 Euro, was wir alleine hier Schaden haben. 80.000 Euro und verschwendete Nahrungsmittel. Sowas tut jedem Landwirt weh. Ein zweites Feld. Hier wird noch geerntet. Etwa 20 Arbeiter stechen hier den Spargel. Aber Hensler braucht deutlich mehr. Pro Saison etwa 500 Erntehelfer für seinen Spargel und die Erdbeeren. Doch Mitarbeiter sind mittlerweile schwer zu bekommen. Die meisten stammen aus Osteuropa. Wochenlang sind sie weg von zu Hause. Okay. Arbeiten 16 Jahre. 16 Jahre. Das bedeutet viele Jahre schon weg. Ja. Und ich bin zufrieden. Wenn ich nicht zufrieden, automatisch suche ich einen anderen Job. Ja. Früher kamen hauptsächlich Polen. Doch die finden jetzt auch in der Heimat Arbeit. Dem Land geht es wirtschaftlich besser. Das Gleiche zeichnet sich jetzt einfach mit Rumänien auch ab. Die Leute kommen schon viele Jahre zu uns. Wir merken, dass viele gute Leute auch nicht mehr zu uns kommen, weil sie einfach auch andere Möglichkeiten jetzt haben, nicht nur in Deutschland, auch in andere EU-Länder zu arbeiten. Und nicht nur 3 Monate bei uns zu bleiben, sondern sie suchen dann vielleicht auch eine Stelle, wo sie dann ganzjährig arbeiten können. Landwirt Hensler ist nicht der Einzige mit diesem Problem. Eine aktuelle Umfrage des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer zeigt, knapp die Hälfte aller Bauern findet deutlich schwerer die nötigen Erntehelfer. Die Gründe? Durch den Mindestlohn haben die Männer und Frauen schon nach einigen Wochen ihr Geld zusammen und reisen früher ab. Außerdem die 70-Tage-Regelung. Bisher dürfen die Erntehelfer 3 Monate arbeiten, ohne Sozialabgaben zu zahlen. Ab kommendem Jahr müssen sie das schon nach 2 Monaten tun. Die Saisonarbeit wird also noch unattraktiver, befürchtet der Bauernverband. Deswegen haben wir die große Sorge, wenn im nächsten Jahr diese Übergangsregelung ausläuft und zurückfährt auf 2 Monate, ja, dass sie dann sagen, also für 2 Monate, möglicherweise kommen wir dann gar nicht mehr, dann bleiben wir zu Hause. Und wir brauchen noch mehr Leute, weil der 3. Monat, der bisher ja gefüllt wurde, der fehlt ja auch. Also insofern habe ich vor dem nächsten Jahr richtig gehend Angst mittlerweile. Auch Guido Hensler teilt diese Bedenken. Denn deutsche Arbeitnehmer seien keine Alternative. Er sagt, die wollen den harten Job auf dem Feld nicht machen. Und auch Flüchtlinge suchen eher langfristige Beschäftigungen. Die osteuropäischen Saisonarbeiter. Also unverzichtbar für die Landwirtschaft? Ich würde mir also von der Politik schon sehr gerne wünschen, dass die 70-Tages-Regelung weiter aufrechterhalten bleibt. Und dass wir natürlich mehr Zugang bekommen zum Westbalkan, dass wir da Möglichkeiten bekommen, neue Saisonarbeitskräfte für unseren Betrieb zu gewinnen. Erntehelfer aus Drittstaaten wie der Ukraine oder aus Bosnien könnten die Lücke füllen. Doch bisher bekommen sie nur sehr schwer ein Arbeitsvisum. Die Bundesregierung müsse sich da also um weitere Abkommen bemühen. Das Land könne da wenig machen, heißt es aus dem Landwirtschaftsministerium. Mit Folgen für den Verbraucher. Natürlich wird es Konsequenzen haben für den Preis, weil der Spargel wird halt in Menge nicht mehr aus Deutschland zur Verfügung stehen und damit wird der Preis exorbitant in die Höhe schnellen. Das heißt, die Verbraucherpreise werden in die Höhe schnellen. Das muss eine Regierung, eine verantwortliche Regierung, die ja auch einen sozialen Aspekt hat, auch wissen. Und deshalb ist der Bundesregierung nur anzuraten, diese Dinge schnell zu regeln. Fraglich, ob sich der Bund so schnell regt. Auch die Erdbeerschälchen könnten schon im nächsten Jahr teurer werden. Ich weiß gar nicht, was sie genau kosten, 2,80. Also ich würde vielleicht bis 3,50 bezahlen pro Schälchen. Also ich denke, das kann man auch durchaus bezahlen. Also wenn man auch an die Erntehelfer denkt, dass die vielleicht ein bisschen mehr verdienen würden. Aber über 4 Euro, denke ich, wird niemand mehr Erdbeeren kaufen. Also eine gewisse Grenze gibt es einfach, ne?
wo man sagt, das ist mir doch zu teuer. Ja. Aber teurer wird es wohl werden. Denn was beim Schälen schon eine Maschine machen kann, ist weder bei der Spargel- noch bei der Erdbeerernte bisher eine Option.